Hi Leute und willkommen bei Game Flavor. Das ist der Nico, ich bin die Yvonne. Der Nico hat heute für uns Rage 2 angespielt. Wie war es für dich? Wie hat es sich angefühlt? Also, bei Rage 2 haben wir im Prinzip das gesehen, was wir von der E3 schon kennen. Nur konnte man das jetzt auf der Gamescom endlich selber spielen. Ich habe Spaß gehabt, dahingehend, dass es sehr flüssig gelaufen ist. Ich konnte nur zwei Waffen ausprobieren, das war einmal das Maschinengewehr und dann einmal die Schrotflinte. Eingangs hatte man ein Tutorial, wo man zum Beispiel den Jump von oben kennengelernt hat, aber auch den Rage Mode, den man ja im Prinzip wie ein Drogenrausch vergleichen könnte, alles farbig, alles laut. Und gefallen hat mir das dahingehend, dass es Spaß gemacht hat, weil es leicht zu steuern war, intuitiv. Man kennt, wenn man andere Shooter gespielt hat, im Prinzip auch die Steuerung von Rage 2. Wie haben sich die Waffen so angefühlt, wenn du mit denen geschossen hast? War das gut? War das schlecht? Hat sich das... Also die Schrotflinte hat auf jeden Fall einen richtigen Bums gehabt. Vor allem mit dem Rage Mode, glaube ich, waren die Gegner alle im One-Hit. Das Maschinengewehr, auch wenn ich das Gefühl hatte, dass ich nicht genau drauf war, habe ich Gegner getroffen. Aber wenn ich Gegner genau angeschossen habe, sind trotzdem teilweise zwei, drei Mal wieder aufgestanden. Also nicht so effektiv. Die Handhabung und das Wechseln, das ging unverzüglich und ziemlich schnell. Also da, wenn die Munition alle war, konnte ich dann sofort weiterknallen. Das hat mir dahingehend sehr gut gefallen für den Shooter. Rage 2 wurde ja hauptsächlich von Avalanche programmiert und nicht so sehr von ID Software. Hat man das für dich gemerkt, wenn du das jetzt vergleichst mit anderen Shootern? Ich würde sagen schon, weil von ID ist man so ein bisschen düster und ein dunkleres Setting, teilweise auch Farbspektrum gewohnt, während dagegen jetzt bei Rage alles schön bunt, typisch. Ich würde schon fast sagen, ja, wie man es von Bethesda eben kennt, farbig war. Und eingangs das kurze Vorstellungsvideo, das wir hatten, da kann ich zitieren, wurde gesagt, dass ID Software durch die Mitarbeit die dicken Wurmen gesponsert hat. Davon habe ich jetzt nicht so viel gemerkt, dadurch, dass ich eben nur das Maschinengewehr und die Schrotflinte angetestet habe. Aber vielleicht ändert sich das dann auch mit dem vollen Spiel. Alles klar, danke dir dafür. Und wir haben noch Fallout gesehen in einem großen Kino. Das war eine sehr große Vorstellung mit sehr vielen Leuten. Es wurde nichts Neues gezeigt, alles Bekannte von der E3 und mit Todd Howard das Interview über den PvP-Modus, wie der gehandhabt wird von NetQuakeCon. Ansonsten gab es leider wirklich gar nichts Neues, nur dass das Spiel halt am 14.11. released wird. Genau, und zu Beta gibt es immer noch nichts Genaueres, außer dass es weiterhin der Oktober werden soll. Vorbesteller entsprechend früher eingebunden werden oder spätestens in den letzten Phasen dann die Möglichkeit bekommen sollen. Lust hat es auf jeden Fall trotzdem auf Fallout 76 gemacht. Gerade die Multiplayer-Komponente habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, boah, hoffentlich wollen die Freunde und Olaf das auch spielen oder ich finde zumindest jemanden, der das mit mir zocken will, weil alleine, auch wenn Todd Howard das Konzept von der Moral und der Bestrafung von bösen Taten erklärt hat, weiß ich nicht, ob das ein Schuss ins Bein werden wird. So, wie für alle News, für die Gamescom oder Gaming News allgemein, liken, subscriben, uns followen, gerne Feedback geben. Habt ihr noch Fragen? Stellt sie. Ciao! Servus!